Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kiki-Box von Nemo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiki von Nemo aus dem Jahr 2017. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier so eine schwarz- bzw. dunkelgraue Box, quadratische Box. Auf dem Deck lesen wir Nemo, Kiki und darunter dann das Logo von 385 Ideal. Diese schwarz-graue Optik zieht sich hier so durch. Hier auf der Seite lesen wir Veni, Vidi, Sictim, was so viel heißt wie ich kam, sah und fickte. Hier genau dasselbe. Hier lesen wir nochmals Nemo, Kiki und auf der Rückseite ebenfalls Nemo Kiki, Credits zum Album plus Barcode. Gut, das Ganze eine quadratische Klappbox, bedeutet das Ganze geht hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Kopfbedeckung, einen Anglerhut, einen Buckethut, eine Karte mit der Telefonnummer, zwei Sticker, einen Grinder, einmal Papes und Filtertipps, eine Bonus-EP, die Instrumentals zum Album, das Album an sich und natürlich ein Poster. Die Box von innen in schwarz. Es ist das Debütalbum von Nemo gewesen. Und das war das Cover. Also wir haben hier den Interpreten abgebildet in schwarz und weiß. Mit Sonnenbrille gerade am Rauch ausblasen. Hier sehen wir nichts, also keinen Schriftzug oder so. Auf der Seite lesen wir im Moment gar nichts, weil es etwas unscharf ist. So, aber jetzt. Hier lesen wir Nemo Kiki. Und dann haben wir hier 16 Tracks an der Zahl. Wir haben jede Menge Features. Hannibal, Sufjan, Celo und Abdi, Olexesh, Haftbefehl, UFO 361 und Young Huren. Auf 16 Tracks verteilt. Barcode Credits. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Also Cover kennen wir. Dann haben wir hier einzelne Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Dann hier Aufnahmen aus einem Gefängnis. Hier nochmals Nemo. Weitere Tracks. Auch wieder Nemo, also durchgängig alles hier in schwarz und weiß gehalten. Die letzten drei Tracks. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung und die Credits. Und auch hier wieder eine Abbildung von Nemo. 385 Ideal. Dann haben wir die CD in schwarz mit goldener Aufschrift und hier so Rauch. Und hier Nemo mit Händen über dem Kopf. Die Instrumentals zum Album kommen in einer Papphülle. Nemo Kiki Instrumentals lesen wir hier. Und auch hier 16 Stück, also 16 Tracks, 16 Instrumentals. So sieht die CD aus, ebenfalls wie auch schon die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Papphülle. Dann haben wir eine Bonus-EP, und zwar in diesem Fall von OG. Und die Bonus-EP heißt passenderweise auch Free OG EP. 385i präsentiert, lesen wir hier oben. Und wir haben hier 5 Tracks an der Zahl. Wir haben zweimal Nemo als Feature und einmal Yoni und Dardan, produziert von Psy. So sieht die CD aus. Free OG EP.
und diese ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker, einmal diesen Bobas Sticker, kreisförmig, und einmal diesen 385 E-Sticker, quadratisch. Ein Poster, dieses ist beidseitig bedruckt, auf der einen Seite spannenderweise in Farbe, das erste Mal, dass hier etwas in Farbe ist. Also 385i lesen wir hier, dann Nemo, ja, der hier wohl auch wieder zum Ausdruck bringen möchte, Veni, Vidi, Sictim. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite Nemo im Querformat abgebildet, das Foto, das wir bereits vom Cover kennen, Rauch. Und hier lesen wir noch Nemo Kiki. Dann haben wir einmal die Papes und Filtertipps. 385ideal.de, 385i lesen wir hier. Und dann haben wir hier den üblichen Inhalt. Zwei Blöcke für Filtertipps und einmal Papes zum Herausziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe für sowas keine Verwendung, aber es gibt natürlich Leute, die sowas brauchen. Und dann haben wir hier einen Grinder, auch hier wieder Bobas zu lesen. Allerdings der Grinder in Plastik. Also ich muss ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich Grinder generell nicht verwende, aber wenn, dann würde ich doch einen aus Metall bevorzugen. Dieser hier aus Plastik, um diverse Sachen hier klein zu grinden. Und hier in der Mitte dann entsprechend auch noch aufzuschrauben. Hier so ein Netz, ein Gitter, um die diversen Inhalte aufzufangen. Ja, schlichter Plastikgrinder mit Bobas Schriftzug. Dann haben wir eine kleine Karte, und zwar haben wir hier dieses, ja, rauchende, dieses kiffende Handy, Telefon. Bobas lesen wir hier, die Augen verraten schon, dass hier einiges konsumiert wurde. Und auf der Rückseite haben wir dann die Telefonnummer des Bobas Phone. Ich halte das jetzt nun mal zu. Also Bobas Phone, für alle, die die Box erworben haben, könnt ihr natürlich dann Nemo, ja, auf diesem Bobas Phone erreichen. Sollte aber meiner Meinung nach wirklich nur für die Leute sein, die sich auch die Box geholt haben. Deswegen werde ich euch die Nummer jetzt nicht in die Kamera zeigen, weil das sonst, ja, eher sinnlos wäre. Diese Gruppe, wenn auf einmal jeder diese Nummer hätte. Und dann haben wir hier noch einen Anglerhut, eine Fischermütze in Schwarz und Olivgrün. Hier haben wir einmal in Weiß aufgestickt Kiki. Ansonsten wirklich komplett in Schwarz und Olivgrün. Hier auf der Innenseite haben wir auch komplett die Nähte mit Kiki beschriftet. Und hier auch nochmal Kiki, Oberstoff 100% Baumwolle. Dann hier noch die Waschhinweise. Also so ein klassischer Buckethut aus Baumwolle. Ja, ist jetzt nicht ganz mein Stil, also ich laufe nicht mit sowas rum. Aber nachdem Nemo sowas ja des Öfteren trägt in Videoclips und ich auch hin und wieder Leute sehe, die sowas auf der Straße tragen, ist es natürlich legitim, dass das in der Box Platz findet. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Anglerhut mit Kiki-Aufdruck. Dann einmal diese kleine Karte hier mit der Kontaktnummer zu dem Bobas Phone. Der Grinder mit dem Bobas Aufdruck aus Plastik. Die Papes und Filtertipps. Die beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisförmig. Einmal das Poster doppelseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die Bonus-EP, Free OG-EP, die Instrumentals zum Album
beides in der Papphülle und natürlich das Album an sich, Kiki. Das alles in dieser wunderbaren Box, Kiki von Nemo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nemo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.